Der Titel des Caritas-Kochbuchs ist Programm – tolle Gerichte für wenig Geld. Und davon gibt es auf den folgenden Seiten auch jede Menge. Insgesamt sind über 200 verschiedene Rezepte aufgeführt und alle kosten im Durchschnitt 7 Euro für 4 Personen. Für die neue Auflage hat die Caritas nun das Kapitel Frühstück sowie einen Saisonkalender für Gemüse und Informationen zur Warenkunde hinzugefügt. Man kann sich relativ günstig und gut ernähren, wenn man regional und saisonal einkauft. Also das heißt, die Preise sind ja auch von der Jahreszeit abhängig und dass man die Dinge wieder neu entdeckt. Also für mich war es so ein Aha-Erlebnis, als es an der Tafel einmal Kohlrabi gab und ein Kind diesen Kohlrabi in die Hand nahm und anschaut und sagt, kann man das essen? Also dieses Wiederentdecken, was einem umgibt, was man vielleicht auch im eigenen Garten anbauen kann oder was man zur richtigen Jahreszeit auch günstig einkauft, was dadurch natürlich viel vitaminreicher und schmackhafter ist und einem auch gut tut. Das Kernanliegen des Caritas-Kochbuchs ist es, Menschen, die einen kleinen Geldbeutel haben, etwas an die Hand zu geben, damit sie gut und günstig essen können. Und dass sich sparsam und gesund nicht ausschließen, zeigt unser Praxistest. Petra Simon von der Caritas-Tagesstätte für seelische Gesundheit in Aichach hat sich für überbackene Spinatspätzle entschieden. Als Nachspeise gibt es Quark mit Sauerkirschen und das für nur 6,67 Euro für eine fünfköpfige Familie. Die Rezepte im Kochbuch stammen größtenteils von Mitarbeitern der Caritas. Jedes einzelne wurde nachgekocht und so auf seinen Geschmack und sein Preis-Leistungs-Verhältnis überprüft. Binnen 15 Tagen war die erste Auflage vergriffen und auch die zweite Auflage ging weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln. Mittlerweile sind etwa 20.000 Kochbücher verkauft und es gibt sogar eine Ausgabe in Blindenschrift sowie eine E-Book-Version. Für mich sind die schlagenden Argumente, dass wirklich Leute vom Fach vorgekocht und vorgetestet haben. Das heißt, diese Rezepte sind super einfach. Man kann sie leicht nachkochen. Es sind Gerichte ohne viel Schnickschnack, die einfach gut schmecken. Und wo man sagen kann, das kann ich auch mit wenig Vorkenntnissen gut kochen. Das Konzept, das dem Kochbuch zugrunde liegt, nämlich gesund und günstig essen, das geht auf. Das bestätigt auch Petra Simon, die in den letzten Jahren nicht nur Spinatspätzle und Sauerkirschenquark ausprobiert hat. Ich staune manchmal selber, wenn ich einen Speiseplan mache und dann hinterher nach dem Einkauf noch mal kontrolliere, was wir ausgegeben haben oder so pauschal überschlag, weil man kann ja jetzt, wie zum Beispiel Mehl oder Eier, habe ich ja meistens da, das einfach pauschal mit einrechne und stelle dann fest, dass ich zum Beispiel pro Person für das Essen bloß 56 Cent ausgegeben habe oder so. Wer nun Lust aufs Kochen bekommen hat, kann das Buch in jedem Augsburger Buchladen kaufen und zwar für 12,95 Euro. 10% des Verkaufserlöses fließen außerdem in die karitative Arbeit der Augsburger Caritas.